Liebe Freunde des Künstlertreffs, ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen. Wir sind in neuen Räumlichkeiten in der Klavierwerkstatt Kontrapunkt, können wir heute aufnehmen. Sie haben einen sehr schönen Steingräberflügel gehört, auf dem ich sehr gerne gespielt habe. Und ich möchte herzlich begrüßen Helmar Stieler heute, ehemaliger Solocellist von den Münchner Philharmonikern und Professor an den Hochschulen in München und Würzburg. Lieber Helmar, wir kennen uns schon ziemlich lange jetzt und die Anekdote von der Gelegenheit, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir uns beide nicht erinnern können, die muss ich trotzdem einmal ganz kurz erzählen. Und zwar, da war ich wahrscheinlich etwa 14 Jahre alt und so im Klavier lief es nicht ganz so gut und meine Eltern hatten die Idee, vielleicht wenn man dem Jungen ein Cello in die Hand drückt, wird es besser. Mein Bruder hatte wahrscheinlich zu der Zeit Unterricht bei deinem Bruder, beim Urs Stieler. Und deshalb kam irgendwie der Vorschlag, wir sollen mal zu dir gehen und du sollst das mal begutachten. Aber es ist nichts draus geworden anscheinend. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du hast gesagt, du kannst dich auch nicht daran erinnern. Ja. Meine Eltern haben es aber verbürgt. Ach ja. Ja. War der da bei mir zu Hause? Ich glaube, wir waren in der Hochschule. In der Hochschule, ja. In der Hochschule habe ich vieles vergessen. Aber was mich interessieren würde, also ist, wie findet ein Musiker zu seinem Instrument? Also wie bist du zum Beispiel zum Cello gekommen? Ja, das kann ich sagen. Also mein Vater war ja Geiger und war sehr energisch und sehr hart zu seinen Kindern. Und aber auch lustig. Und mein Bruder hat Geige gespielt, meine Mutter hat Geige gespielt, mein Vater hat Geige gespielt und ich habe auch Geige gespielt. Aber ich war natürlich der Letzte, Jüngste und das war ziemlich erbärmlich. Und hat mein Vater gesagt, so und jetzt spielen wir Quartett. Da war ich knapp 8 Jahre und hat mir zu Weihnachten ein Cello in die Hand gedrückt. Mhm. Ab jetzt spielst du Cello. Und ja, und das hat ziemlich gut eingeschlagen, weil endlich war das ein Instrument, was die anderen nicht spielen. Mhm. Und das hat schon einen schönen tiefen Klang gehabt, sonor, und konntest auch ganz oben spielen und auch rumkratzen. Aber wenn du gekratzt hast, war es nicht ganz so schlimm wie auf der Geige. Und das, das hat ziemlich eingeschlagen und ich habe dann relativ schnell gelernt, also zunächst mal bei dem Albin Bauer, das war ein Quartettkollege vom Vater vom Gewandhaus, der war Solocellist im Gewandhaus und mein Vater war ja Konzertmeister da und das war sehr lustig mit dem, das war ein sehr komischer Typ, aber ein sehr guter Cellist und der hat mir viel Freude übermittelt, also mit viel Spaß einfach zu üben und auch vor allem zu spielen. Und dann ging das ganz schnell los, also da war ich, mit 8 habe ich angefangen, mit 10 haben wir angefangen in den Weihnachtsferien Beethoven-Quartette zu spielen. Und das war für mich natürlich schon eine Riesenaufgabe, aber ich war so ehrgeizig, ich wollte das und habe es bis zum gewissen Grad auch dann geschafft und so. Und das steigerte sich bis mit 14, da haben wir schon unsere ersten Konzerte gehabt. Also ich meine, mit 13, 14, da sind wir schon auf Reise gegangen mit einem Trio. Mein Vater, Doris, hat Bratsche gespielt. Und ich Cello. Mhm. Und dann haben wir schon, also immerhin so Sachen wie Frosset-Trio und so, Hindemith und also schon richtig professionell. Beethoven natürlich auch auf und runter. Reger war sehr beliebt beim Vater. Und und das war eben eine für mich sehr beglückende Art, Musik zu machen. Mhm. Kammermusik, Quartett. Das Größte, was es gibt. Bei mir muss ich jetzt sagen, also ich bin natürlich auf dem Klavier irgendwie froh, dass ich das behalten habe. Meine Eltern haben da nochmal einen Versuch gemacht mit der Oboe. Ich meine, jetzt, wenn ich Orchester höre, liebe ich diese Instrumente. Ja. Aber
mir ist dann irgendwie, wenn ich da so eine Stimme alleine habe. Muss ja nicht alles spielen. Das hat mich irgendwie, also ich brauche sozusagen, also ich merke das beim Klavier auch, ich brauche ein Stück, was harmonisch irgendwie interessant ist. Mhm. Also so, umso harmonisch interessanter das ist, umso schneller habe ich irgendwie Ecken und Kanten, wo ich da reinkriechen kann und wo ich dieses Stück zu meinem machen kann. Und das, glaube ich, das hat mir auf so einem Melodieinstrument gefehlt. Ja. Ja. Aber wie, wenn ich jetzt sozusagen da als Jugendlicher zu dir komme und du sagst, naja, dann sage ich, zeig mir deine Hand. Ja. Ja, zeig mir die Hand. Ja, also deine Hand ist eigentlich ideal. Hm. Du hast schöne kurze Finger, aber ein kleines bisschen zu kurz. Hm. Also das würde ich, da leiden manche Mädchen sehr drunter. Aber wenn du mal siehst, so der Beta oder so, die haben ja alle nicht so wahnsinnig große Hände, aber es funktioniert auch. Mhm. Also insofern, wenn du ein Instrument hast, was nicht so eine Mensur hat, dann ein bisschen eine gemäßigte Mensur, dann kriegst du das auch hin. Aber ich würde es niemandem empfehlen. Mhm. Weil es ist schon, also der breite Handrücken ist wichtig, den hast du aber. Mhm. Aber die Länge der Finger ist schon auch, meine Finger sind zu lang, habe ich dir vorhin schon gesagt. Aber nur fürs Cello, also sonst habe ich die langen Finger nicht. Und also das ist eine Qualität. Mhm. Die andere Qualität ist der Körperbau. Also am Cello muss man kein Athlet sein, aber es hilft einem, wenn man ein bisschen kräftiger ist. Wobei auch da wieder die jungen Damen das widerlegen. Das sind ganz schmächtige Damen, die auch toll Cello spielen. Trotzdem, also für mich war das so der Maßstab. Und dann kommt was einfach da ist. Es muss dieser Fanatismus da sein. Ich möchte das Instrument spielen, so wie es bei dir das Klavier war. Du hättest auf dem Cello wärst du wahrscheinlich ganz unglücklich geworden, immer nur eine Note zu spielen. Also ja, auch Akkorde, also Bach, Suiten, da gibt es schon die sechste Bach-Suite, also gibt es schon ganz schön viele schwere Akkorde. Aber die Akkorde sind anders als auf dem Klavier, weil du spielst ununterbrochen Akkorde. Und mit der Melodie dazu. Bei uns ist die Melodie dann immer abgetrennt durch den Schwung nach oben. Ist immer wieder eine kleine Pause dazwischen. Du kannst es verbinden am Klavier. Aber was faszinierend ist und was mich fasziniert hat, ist die Qualität des Tones. Das ist, ich sage immer, einer kann technisch wahnsinnig toll spielen und schnell und was weiß ich, aber wenn er den Ton dazu nicht hat, dann ist das zu wenig. Und die Qualität des Tones war früher noch mehr, jetzt sage ich was, Vorsicht, noch mehr gefragt als heute, weil, das sagen auch die Sänger, man hat die Noten nicht so gekürzt, man hat mehr Legato gespielt. Heute werden die Töne alle mit Portato und sehr hoch Bäuchen und da muss man noch einen Drücker machen, damit es musikalisch noch ein bisschen angehoben wird. Und so. Also das durften wir gar nicht. Es war verpönt sowas, sondern man musste ein ganz tolles Legato haben. Und das ist ziemlich schwer. Das andere macht es für den Hörer etwas interessanter. Weil es passt so in unsere Zeit, es ist so, wie wenn du im Stau stehst und da fährst und wieder bremst. Und das macht es auch interessant. Ist auch jetzt für, sagen wir mal, einen Jugendlichen oder so, der so ein Instrument spielt, dann auch die Qualität des Instruments wichtig? Oh ja. Also ist es so, man sollte nicht zu früh ein tolles Instrument haben, weil dann lernt man nicht auch mit. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Nicht mit Gewalt, aber mit bisschen Kampf. Ja, mit Kampf. Ja, es muss ja irgendwo auch ein Kampf sein. Und du bist dann unzufrieden und weil du unzufrieden bist,
übst du noch mehr und strengst dich noch mehr an. Wenn du jetzt gleich so ein schönes Instrument hast, stell dir vor, du fährst von Anfang an mit, nicht mit Gangschaltung, sondern mit, wie sagt man, Automatik. Automatik, ja. So ist das. Ja, also wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass wir nach so langer Zeit wieder zusammen gespielt haben. Wir werden jetzt auch noch ein Stück Trio machen zusammen. Ja, ja. Und freue mich, dass du unsere Einladung so spontan angenommen hast. Ja, also es war für mich eine große Freude. Weil mit deinem Bruder habe ich noch nie gespielt, den kenne ich bloß vom Quartettspielen her. Und ich habe immer das Vergnügen gehabt, immer wieder neue Musiker kennenzulernen, mit denen zusammenzuspielen. Ich habe ein wahnsinnig großes Glück gehabt. Also wenn ich die alle, die kriege ich gar nicht mehr runter, mit denen ich zusammengespielt habe. Das war schön. Und so ist es heute auch noch, obwohl ich sage jetzt mein Alter nicht, aber ich bin ziemlich alt. Und das macht mir trotzdem immer noch Spaß und Freude. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut, als du mich angerufen hast. Und ich danke dir vielmals, dass wir das zusammen machen können. Gut. Bleiben Sie dran. Hören Sie uns weiter zu. Wenn Sie können und wollen, freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung. Und abonnieren Sie den Kanal, dann sehen Sie das nächste Video in spätestens 3 Wochen. Bis bald. Mhm.